Einer der Namen, die für den Ragtime ganz besonders steht, ist Scott Joplin. Ja, und er hat im Jahr 1902 bereits den Entertainer geschrieben. Das war der Original Dixieland One Step. Und dann hat sich eine bestimmte Klavierspielart in der Zeit dann anschließend auch entwickelt, die sehr, sehr publikumswirksam war, nämlich der Boogie Woogie. Jetzt kommen wir aber so langsam in die Zeit des Swing. Und da gab es auch einen Musiker, der so zwischen Dixieland und Swing eine ganz, ganz wichtige Rolle spielte, nämlich Fats Waller. Fats Waller, er hatte einen beachtlichen Bauchumfang, deswegen Fats, er hieß eigentlich Thomas Waller. Er hat wunderbare Standards geschrieben und einer davon war Honeysuckle Rose. Der hatte zuerst mit seiner Kansas City 6, Kansas City 7 eine kleinere Formation, aber auch eine der bekanntesten Big Bands, die sich dann jahrzehntelang gehalten hat. Und was die wenigsten wahrscheinlich wissen, dass es eine Verbindung gibt zwischen Fats Waller und zwischen Count Basie. Fats Waller war nämlich der Orgellehrer von Count Basie. Jan-Philipp Wiesmann.
Hansi Schuller.